Liebe Freunde, hier jetzt wieder euer Foxy mit einer weiteren Ausgabe von der Unboxing. Fangen wir doch einfach mal an. Hier habe ich schon mal die erste Sache, die ich jetzt hier habe. Die werde ich jetzt einfach mal hier so auspacken. Alles ein bisschen beklebt und so alles. Geht aber gleich los, ne? Ich fasse das hier jetzt einfach mal auf. Und was ist da drinne? Ein Karton. Da ist halt kein Karton mehr drinne. Ist alles nur ein bisschen größer. Hier fliegen schon mir die Fetzen. Ja, beginnen wir den ganzen Kram einfach mal mit. Zack. Phantasen, das Böse 2. Damit besitze ich 1. 2 und 4. Der dritte und fünfte fehlt mir jetzt noch. Ja, es gibt fünf Teile. Den packen wir jetzt einfach mal aus und wollen wir uns das doch alles jetzt hier erstmal genauer anschauen. Damit müsste ich mich einmal ein bisschen umziehen, also umsagen. Hier ist wieder hier der gleiche Schauspieler natürlich mit bei. Das ist jetzt mittlerweile der zweite Teil von Phantasen. Können wir uns natürlich ein bisschen genauer anschauen. Da werde ich das mal so machen. Ich glaube, ich sollte mich mal. Nee, das kann ich nicht ohne mein ganzes Video. Ja, deswegen ist es ja auch alles so. So, hier ist auf jeden Fall die Blu-ray. Hier ist die DVD und noch eine weitere Bonus-DVD da drinne. Das ist Bonusmaterial. Das ist die DVD. Vermutlich auch hier ist alles Bonus auch mit drinne. Schönes Schwarz-Weiß-Bildchen. Der Film ist natürlich nicht in Schwarz-Weiß. Damit habe ich jetzt auch das Böse 2 auf eine schöne Mediabook. Wie gesagt, die stehen hier vorne bei mir. Vielleicht, wenn ich alle irgendwann mal zusammen habe, gehen wir da nochmal durch. Vielleicht baue ich mir auch irgendwann mal eine Best-of als Livestream. So, um mal alles, was wir so in letzter Zeit so alles bekommen haben, werde ich wohl auch irgendwann mal eine Best-of machen. So alles so Schönes bekommen habe, nur so die besten Sachen raussuchen. Auf jeden Fall eine schöne Mediabook. Und ja, was soll ich dazu denn noch sagen? Für Sammler natürlich ganz optimal. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Zeigt mir wieder eine Mediabook zu sein. Kriege ich vermutlich diesmal einfach so aufgerissen. Und was haben wir hier drinne? Na, hier, hier. Wir gucken uns an. Oh, 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 oh. Okay, ich kenne jemanden, der wird ein bisschen neidisch sein, aber okay. Ich besitze ihn jetzt natürlich. Underground Werwolf. Den wollte ich jetzt schon länger haben. Mitspielen tut da Jeffrey Combs aus Reanimator. Also die bekannteste Rolle von ihm ist Reanimator. Auch hier können wir das mal kurz zeigen hier. Der ist sogar hier hinten mit drauf. Kann man aber schlecht sehen. Da ist er. Das ist er. Wir werden das vielleicht gleich nochmal ein kleines bisschen effektiver anschauen. Wir gehen hier nochmal runter. Das jetzt, hier ist er bestimmt noch in diese Mediabook mit drinne. Wir blättern jetzt hier einfach mal leicht rum. Das ist hier, wenn man die Blu-ray ganz alleine kaufen tut, eigentlich so das Cover. Ist auch alleine nichts wert. 10 Euro kriegt man die Underground-Werwolf. Ist da schon ein bisschen teurer. Hier ist er, Jeffrey Combs aus Reanimator. Wer Reanimator kennt, weiß das ja. Kennt das sich vielleicht aus. Hier haben wir natürlich ein paar nette Fotos. Tolle Bilder. Könnte ein wirklich guter Film sein. Was ist das? Der sieht mir nicht mehr so gesund aus. Der sieht ja aus wie ein Zombie. Spielen auch Zombies da eine Rolle? Und das Gleiche ist natürlich auf DVD auch nochmal erhalten. Hier steht jetzt drauf, kein Permitrecht unter Jugendliche. Da sieht man mal, dass dieser Film, dieses Mediabook schon ein bisschen älter ist, weil dieser Film ist mittlerweile ab 16. Nichts Besonderes. Hier war da noch ein bisschen, ja, nicht mehr so. Auf 222 Stück limitiert. Ja.
Jeffrey Combs steht unter Feuer. Eigentlich auch nichts Neues, wer Reanimator kennt. Könnte so eine kleine, ja, Fortgeschichte sein. Mit seinem Amante sieht er auch aus wie ein Doktor. Und jetzt kommen wir mal zu einer kleinen Sache. Das ist jetzt nichts Spezielles. Das ist jetzt extra ein bisschen, ja, habe ich mal für MacGyver bestellt. Vorausgesetzt, er besitzt sie nicht. Vorausgesetzt, er besitzt sie nicht. Weil auf Mediabook ist er einfach teuer zu erwerben. Zwar kriegt man den, aber teuer zu erwerben. Das klappen wir dann mal auf. Da werden wir auch kein großes Heck mit drum machen. Aber es ist natürlich, ich hoffe, er freut sich darüber ein bisschen, falls er ihn nicht hat. Gudo, Schreckeninsel der Zombies in einem schönen kleinen Pappschuber. Das ist so das Vorteilhaft. Das ist das originale Cover. Gudo, Schreckeninsel der Zombies. Natürlich umgeschnitten. Hier gehen wir nochmal rein. Und XT-Video natürlich. Hier ist so diese Hülle. Und was haben wir denn hier? Gudo, Schreckeninsel gehört zu den ganz großen Klassikern, ja natürlich. Der aufwendige Schocker in hier, ich wollte das jetzt noch zeigen, aber kann man jetzt nicht sehen, in neu restaurierte Fassung. Das heißt, diese Fassung wurde sogar tatsächlich für die Blu-ray extra überarbeitet. Das ist jetzt das Vorteil an dieser Box, an dieser kleine schöne Hülle. Das Cover gefällt mir natürlich auch sehr gut. Nicht immer, ich mag ja sowas, was nicht standardmäßig ist, wie das hier. Wenn die jetzt so gewesen wäre, hätte ich die jetzt gar nicht gekauft. Sowas ist schon mal immer ganz neu. Deswegen mag ich auch die Mediaboxen, weil da immer spezielle Covers für gibt. Wie zum Beispiel einige Freitag der 13. oder so. Also das habe ich jetzt extra mal für MacGyver besorgt und für Tati. Vielleicht freuen die sich ein bisschen auf Voodoo, vorausgesetzt sie haben ihn nicht. Falls sie ihn schon geholt haben, muss ich sagen, Pech, dann besitze ich den. So einfach ist das. Gut. Den besitze ich nämlich nicht, wo du Schreckeninsel der Zombies. Kommen wir jetzt zu der letzten Box. Zu der letzten Aufführung. Produktion. Und zwar, wenn wir den aufkriegen, sehr gut zusammengeklebt. Klasse. Finde ich toll. Und zwar hole ich ihn raus. Es ist Papier. Es ist einfach nur Papier. Aber jetzt wird es natürlich spannend. Den habe ich sogar erst ganz neu bestellt und schon da. Also der war wirklich ganz zügig. Er ist neu eingepackt und es ist, muss ich jetzt einfach mal so sagen, Night of the Demons. War auch nicht gerade sehr billig, aber ja, so Anfang des Monats, wenn man Geld bekommt, kann man sich auch mal eine Blu-ray leisten, die mal ein bisschen wertvoller ist. Wie man sieht, es ist ja neu eingepackt in eine glänzende Hülle, daher schimmert das so schön. Das sieht man ja. Es ist Night of the Demons, dazu muss ich sagen, gibt es natürlich drei Teile von, was sogar noch interessanter ist. Es gibt davon auch ein Remake, den ich persönlich noch nicht kenne, von 2019 sogar, so relativ neu oder so. Der Remake wird auch reizbar sein, den muss man auf Mediabox haben, gerade mit den ersten, den alten auf das, was der Remake, keine Ahnung, wie sehr das so ist. Auch hier gehen wir nochmal runter und blättern hier nochmal kurz durch, Night of the Demons, wie gesagt, gibt es drei Teile von. Ihr kennt vielleicht die DVD-Box, das war so eine blaue Hülle, also so ein Dreier-Box-Set im Bläulich, da ist auch so ein Dämon drauf. Ziemlicher Nachklatschen natürlich von Tanzerteufel vielleicht, sogar wenn man das genau nimmt. Mal das ein bisschen hier wieder richten. Uncut-Version. Ich freue mich sehr über diese Fassung, dass ich mir die einfach mal so geleistet habe. Jetzt wollen wir uns den natürlich nochmal komplett nochmal einmal schön anschauen. Hier gibt es, das wäre eine Mediabook-Fassung, also eine andere, die man sich kaufen kann. Finde ich dieses Gezeichnete ein bisschen zu, wie soll ich sagen, kindisch, man könnte den Film nicht ernst nehmen. Ich finde ihn aber gut, daher macht man das gerne mal so. Hier auch ein sehr, sehr schönes Bild.
Natürlich, jetzt kommt natürlich die Hintergrundinformation vielleicht noch. Hier, das wäre auch meine Alternative gewesen. Was sehr gut ist. Was ein bisschen verwirrend ist, ist die Freddy-Krüger-Kralle. Aber egal. Egal. Was haben wir denn hier? In diesem Haus geht was Teuflisches vor. Night of the Demons, den ersten von drei Stück. Hier haben wir nochmal die Originalhülle. Das ist wirklich so, glaube ich, der ganz Originalcover. Das ist auch ein bekanntes Cover, was man sich immer holen könnte. Hier ist auch Night of the Demons. Und hier ist doch mal, was ich hätte als Alternative haben können über diese Fassung. Das hier. Wo ich sagen muss, auch wieder. Aber Geschmackssache, hier ist natürlich nochmal die DVD drinne. Ich hoffe, euch hat das Video ein kleines bisschen gefallen. Und ja, was soll ich sagen? Damit habe ich die Reihe hiermit wieder beendet, eine schöne kleine Unboxing gemacht. Und ja, Night of the Demons ist einer vielleicht von heute großartige Filme, aber da kam ja die auch noch dazu. Also gut, was soll ich dazu sagen? Obwohl Underground Werewolf ist, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr guter Schnäppchen gewesen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wir sind nicht Fix, sondern die Foxys.